Bisher wird Geld so verwahrt, sicher im Tresor. Aber bald könnten digitale Währungen kommen. E-Euro, E-Yuan, wie die auch immer heißen werden. Wer dabei helfen könnte, ist Giesecke+Devrient. Die drucken nicht nur Geld. Da, wo sie analog unterwegs sind, gehen sie jetzt auch ins digitale Business. Sie arbeiten schon heute mit 145 Zentralbanken zusammen. Das heißt, fast alle Länder dieser Welt. Wie kann ich mir digitales Zentralbankgeld vorstellen? Und wie kommen die Banken ins Spiel? Schauen wir uns heute an. Wer sich bei Giesecke+Devrient mit dem Thema digitales Zentralbankgeld beschäftigt, ist Raul. Wie kann ich mir denn digitales Bargeld vorstellen? Mach doch mal deinen Geldbeutel auf. In deinem Geldbeutel hast du wahrscheinlich Münzen und da drin sind Banknoten. Richtig. Digitales Bargeld kannst du dir genauso vorstellen. Das wäre eine neue Version von Geld, das von der Zentralbank, also bezogen auf Deutschland, der Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank herausgegeben wird und das du genauso wie Bargeld nutzen kannst, mit der Möglichkeit darüber hinaus, dass du es überall nutzen kannst. Das heißt, du kannst digital damit zahlen, du kannst beim Internet einkaufen damit bezahlen, du kannst es einem Freund schicken, der dir Geld ausgeliehen hat. Also letztlich für all diese Szenarien, all diese digitalen Szenarien, wo Bargeld heute nicht nutzbar ist und wo es einfach toll wäre, wenn man eine digitale Version des Bargelds hätte. Wie kann ich mir das denn jetzt konkret vorstellen? Wie sich das Ganze anfühlt, können wir direkt ausprobieren. Ich habe dir die App ja geschickt. Du hast sie auf deinem Smartphone installiert. Du schickst mir Geld, das ist gut. Ja, oder ich schicke dir Geld. Ja, denke ich mir, dass es dir lieber ist, dass ich dir Geld schicke, als dass du mir Geld schickst. Aber mache ich. Jetzt überträgt es. Also bei mir ist es weg. Und bei mir ist was angekommen, es sind 5,12 Euro angekommen. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen wie bei so einer EC-Karte oder als würde ich eine PayPal-Zahlung machen. Wo ist denn jetzt der Unterschied, wenn ich das digitale Zentralbankgeld benutze? Das wäre Bargeld digital, das du überall nutzen könntest. Das heißt, ich eben nicht nur auf dem Handy, sondern ich habe jetzt hier eben das Geld auf dem Handy, aber ich kann das genauso gut auch auf eine Karte übertragen, um die Karte dann in einem Laden, möglicherweise auf einer Berghütte oder in einem Szenario, wo ich halt kein Handy mit Internetverbindung habe, um es auch dort zu nutzen. Das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Also hier haben wir eine Karte. Die Karte halte ich jetzt dahin. Das ist jetzt das Beispiel, das ist die Karte einer Kollegin, könnte aber zum Beispiel die Karte meines Kindes sein. Da sind jetzt gerade 4,96 Euro drauf. Und ich könnte da jetzt Geld draufladen, dann gebe ich das meiner Tochter und dann kann meine Tochter damit in den Laden gehen und zahlen. Wie sieht es denn jetzt mit der Sicherheit vom digitalen Zentralbankgeld aus? Man kann sich das so vorstellen, dass die Zentralbank sowas wie eine digitale Gelddruckmaschine hätte. Die ist sehr stark abgesichert. Das sind spezielle Protokolle, die wir auch entwickelt haben. Da gibt es Schlüssel und nur die Zentralbank ist in der Lage, diese digitalen Banknoten zu erzeugen. Die Zentralbank würde dann diese digitalen Banknoten in einem digitalen Safe speichern, der sehr, sehr stark geschützt ist, wie man sich vorstellen kann. Und wie heute auch, würde dann eine Geschäftsbank, zum Beispiel ihr, die Deutsche Bank, bei der Bundesbank nachfragen, können wir bitte digitalen Euro von euch bekommen. Wie ist denn jetzt die Rolle der Banken beim digitalen Zentralbankgeld? Ja, Geschäftsbanken spielen beim digitalen Zentralbankgeld ziemlich sicher eine sehr relevante Rolle. Zentralbanken wollen natürlich nicht in dieses Endkonsumentengeschäft. Ihr von der Deutschen Bank und andere Geschäftsbanken sind natürlich auch ideal geeignet, um diese Dienstleistungen den Bürgern zur Verfügung zu stellen. Ihr habt heute schon Millionen von Kunden. Ihr wisst, wie man Kunden onboardet, wie man Kunden in so ein System hineinbringt. Ihr könnt innovative Services und Dienstleistungen basierend auf digitalem Zentralbankgeld anbieten. Das höre ich natürlich sehr, sehr gerne. Was müssen wir denn machen, um richtig vorbereitet zu sein? Ja, ihr müsst euch natürlich mit diesem Thema beschäftigen. Da werden jetzt in den nächsten Jahren mehr und mehr Piloten stattfinden und in diese Piloten werden sicherlich auch
kommerzielle, also Geschäftsbanken mit einbezogen werden und somit mit an der Gestaltung eines digitalen Zentralbankgelds mitwirken.